Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, Männer. Teil 3 der Lampe. Wie ihr seht, leuchtet sie noch. Aber nicht mehr so hell wie, ja, tatsächlich erst vorgestern oder so. Also wir hatten sie am 19. gemacht. Und heute ist der 21. und es hat noch nicht mal den Weg auf dem Friedhof gefunden, sag ich mal. Also irgendwas haut hier nicht hin. Die war gestern aus. Ich habe mir die gestern, die Mutter kam, hat es hingelegt, hat gesagt, Mensch, hier, das ist ausgegangen. Das gibt's doch gar nicht, ne? Die hatten ja 1,2 oder fast 1,4 die Batterie. Müssen wir mal unsere gute Dichtung abmachen. Und komischerweise geht's jetzt wieder. Jetzt weiß ich ja überhaupt nicht, was hier los ist. Die Batterie ist noch drin. Wir messen jetzt einfach mal die Batterie. So, also es leuchtet noch ganz minimal. Und jetzt gucken wir mal. 0,5. Was? Hä, hey, die hatte gestern 1,6 oder irgendwas, ne? Jetzt weiß ich auch nicht, ey. Da habe ich hier einen Wackelkontakt. Ich mache so mal das Licht aus, dass wir ein bisschen besser sehen hier. Ne, also, die Batterie ist leer. Die hat jetzt in einem Tag oder in 2 Tagen angeblich die Batterie hier leer gezogen. Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Hat da jemand Erfahrung? Hat jemand schon mal mit den Dingern hier rumgemehrt? Jetzt messen wir die nochmal in ausgebauten Zustand. Wenn es jetzt so wieder 1,4 hat, dann ist natürlich... Ne, guck mal, 0,6. Als ob jetzt das Joule Thief in der kurzen Zeit die ganz tief hätte Batterien mehr gezogen hätte. Das gibt's doch gar nicht. Hier haben wir stets mal drauf. Alkali-Batterie. Steht aber auch bloß wieder drauf. Zero Mercury und Cadmium. Steht nicht direkt drauf, aus was es ist. Also das ist ja komisch, Leute. Ey, die war theoretisch auch voll. Na gut, kann sein, die sind schon uralt. Jetzt probieren wir mal, wenn ich wieder reinmache. Geht sogar wieder an, auch bei 0,5. Vielleicht habe ich so zu weit runtergedreht. Ne? Das könnte man jetzt höchstens mal probieren, dass ich jetzt mal den Strom messe, was das Ding jetzt hier verbraucht. Weil irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht habe ich so einfach zu weit hochgedreht. Ne? Das kann ja natürlich sein. Wir machen es jetzt so, wir tüdeln jetzt einfach mal. Können wir ja Level zusammen machen. Ne? Wir tun jetzt mal das Messgerät hier in den Minus. Natürlich mit einer roten Klemme, dass wir maximal verwirrt sind, das ist logisch, ne? So macht man das ja. Und dann nehmen wir hier, keine Ahnung, mal schnell einen Magnet als Minus und einen als Plus. Und jetzt gucken wir mal, was die Geschichte jetzt Strom zieht. Wenn er natürlich jetzt schon 10, 20 mA zieht, gut, da habe ich so ein bisschen zu gut gemeint mit dem runterdrehen, sag ich mal. Nö, 2,8 mA. Ist aber trotzdem zu viel, ne? Normalerweise. Steigt sogar. Gucken jetzt nochmal, seht ihr das überhaupt? Ja, ne? Oh ne, das blendet jetzt. Perfekter Winkel zum Blenden. Scheiße. Ah! So? Stöbe. Gucken wir nochmal die Spannung. Moment mal, hey, wir hatten gerade weniger. Okay, das Messgerät zeigt ein bisschen anders. Also ich würde sagen, guck mal, jetzt sind wir schon bei 4 mA drastisch steigen. Vielleicht habe ich das einfach zu weit hochgedreht. Jetzt brauchen wir mal eine Batterie, die noch voll ist. Ich nehme jetzt mal hier so eine kleine Schlöbe, die sind noch voll. Messen wir schnell. 1,57, also die müsste schon noch voll sein. Und jetzt gucken wir mal mit einer vollen Kleine jetzt, was der Krempel hier zieht. Das ist nämlich schon ganz schön hell. Oh, 100 mA und ist
leuchtet gar nicht. Uha. Hä? Okay, hier ist irgendwas. Das sollte so auf jeden Fall nicht sein. Jetzt machen wir es so, jetzt drehe ich erstmal das Putty wieder zurück. Da habe ich wahrscheinlich zu gut gemeint. Jetzt haben wir 88 mA. Aber es leuchtet nicht. Also irgendwas. 6 mA, das ist auch viel zu viel eigentlich. Das wird dann auch wieder mehr. 1,5. Na gut, der wird jetzt wahrscheinlich wieder die bis 1,5 runterziehen. 7 mA steigend. Normal müsste er jetzt schon zurückdrehen. Irgendwas ist hier scheiße, Leute. Was habe ich denn hier überhaupt gemacht? Ganz normaler Ringkern. Plus auf die LED. Ja, jetzt wird es so heller. Jetzt wäre halt die Frage, ob man den Vorwiderstand vielleicht doch mal drin. Es steigt ja immer weiter. Das soll ja so eigentlich nicht sein. Ne? Irgendwas haut hier nicht hin. Aber was? Vielleicht hat der Transistor mit mir. Guck mal, jetzt haben wir. Das zieht ja viel zu viel, Leute. Was haben wir denn hier gebastelt? Und irgendwie geht es jetzt gar nicht mehr. Also irgendwas haut hier nicht hin. Wahrscheinlich haben wir jetzt den Transistor gegrillt, wo ich das einfach hochgedreht habe und nicht gemessen habe. Ne, da ist ja so ein kleiner Punkt. Da geht's. Jetzt ist es heller. Wir sind nur bei. Ah, jetzt seht ihr das wieder nicht. Na, guck mal, jetzt flackert so. Ja, irgendwas haut ja nicht hin. Ich glaube, der Transistor ist im Arsch. Aber jetzt passt es. Knapp 3 mA. Fallend. Okay, jetzt pendelt es sich ein. Na gut, jetzt seht ihr das wieder nicht, ne? Ja, moin. Scheiß Displaybeleuchtung. Also 2, jetzt sind wir bei 3 mA. Ich denke, das könnten wir so lassen, ne? Aber habt ihr das gesehen? Ich konnte nur im Müh, als wenn das Putty im Arsch. Ach, da ist ja auch noch ein Conti drüber. Jetzt ist es wieder aus. 0? Ah, jetzt habe ich das Kabel nicht gemacht. Okay, würde ja sagen, das geht wieder, aber so richtig gefällt mir das nicht, Leute, ne? Ist nicht so schön. hätte man noch ein bisschen besser machen können, würde ich mal sagen. Aber hier bei 1,5 ist jetzt halt fast wieder auf 0 gedreht, aber jetzt geht's. Jetzt können wir spaßens aber die Batterie noch mal probieren, aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Leuchtet halt nicht, ne? Es zieht was, aber es leuchtet nicht. Ja gut, zieht doch zu wenig, ne? Also bei 0,6 würde das dann nicht mehr gehen. So, schon mal wieder die Batterien. So, meine guten ranzigen Batterien, die schon ein bisschen verrostet sind. Mal gucken, ob ich jetzt noch eine von den Dingern habe. Ansonsten mache ich einfach eine normale rein, ne? 1,5 ist ja eigentlich doch gut, ne? Aber, hä, guck mal. Es leuchtet nicht, obwohl sie 1,5 hat. Also irgendwie sind die Batterien mal also auf 0,9 zusammengebrochen. Also scheinbar sind die bei denen hier, kann man anscheinend nichts über die Spannung aussagen. Das ist aber komisch, du. Haben die jetzt alle 1,5 und sind aber alle leer, oder was? Hä? Na ja, gut, die lagen halt schon ewig. Guck mal, die hat auch 1,5. Ich hoffe, ihr könntet sehen. Nix. Ah! Ich
Ich glaube, ich habe einen Fehler. 0? 0,05. Oh, das ist ja interessant. Die sind irgendwie hochrömisch geworden, oder was? Ah, okay. Also könnte es doch an der Batterie gelegen haben, oder was? Dass die einfach hochrömisch sind. Würde sie da 1,5 anzeigen, die Lümmel, ne? Guck mal hier auch. Vielleicht ist ja die. Die sind ja alle Schrott, ja. Okay, die hat noch 1 Volt. Das ist nicht der Knaller. Nee. Okay, na, das funktioniert nicht. Also kann man bei denen das gar nicht so messen, bei den Batterien. Das wusste ich nicht mehr, Lars. Oder sind sie hier Einzelfall aus? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch so eine da habe. Das seht ihr, jetzt gehen sie mir langsam aus hier. So, ich habe keine alte mehr in diesem Format. Ihr seht, ich habe noch die größeren, aber vermute, die sind auch im Arsch. Hier. Dass die zwar noch die 1,5 anzeigen, aber sobald wir die belasten, sind sie Schrott. Ich habe noch ein paar neue hier. Ich hoffe mal, die sind noch nicht im Arsch. Die liegen schon ein ganz schönes Stück. Wir messen jetzt mal eine. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine neue rein. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust mehr hier rumzutüdeln. Um einfach mal zu wissen, wie das Ergebnis dann ausgeht mit einer halt. Ne? Vielleicht sind die einfach scheiße hier. Wir wissen ja, dann steht ja nicht drauf, was drin ist. Ne? Made in Poland, blablabla, UM2, Spezial, CR14R. Oder sind das ja Knopfzellen drin? Na gut, gucken wir mal. Hä? Jetzt zieht's was? Leuchtet nicht. Jetzt muss ich verarschen. Ach nein, nee, doch, es leuchtet. Entschuldigung. Aber es sieht man fast nicht, ne? Oder? Die Kamera sieht man, so ich mach mal ab. Gut, ein bisschen schlechter Kontakt. Also wir haben jetzt bei 2,6 mA. Komischerweise, ich habe jetzt nichts umgestellt. Ne, warte dabei, jetzt zieht es keine 3 mA. Oder habe ich keinen richtigen Kontakt? Nö. Ach, ihr seht das nicht. Moment. Jetzt zieht es keine 3 mA mehr, sondern 2,6, obwohl ich gar nichts verstellt habe. Bisschen eigenartig, ne? Na, keine Ahnung. Wir machen jetzt den ganzen Krempel wieder weg. Und ich muss dann mal gucken, dass ich die hier irgendwie reinkriege, dass die auch hält. Wenn man das ein bisschen bewegt. Ja, also da müssen wir noch was einfallen lassen, das ist jetzt nicht ganz so wild. Ich tüdel jetzt irgendwie die Batterie hier rein, dass die ein bisschen hält und guten Kontakt auch hat. So irgendwie. Ich mach so ein bisschen Heißleim ran oder so. Wir gucken nochmal. Ja, es leuchtet. Gut. Ja, ich tüdel das jetzt hier ein bisschen rein und dann ist gut. Und dann sehen wir uns. Ich lasse jetzt die Aufschrift, lasse ich jetzt einfach die drauf. Wegen den 1-2 Tagen, da kommt es jetzt nicht drauf an. Ne? Gut, ich will es euch nicht vorenthalten. Ich tüdel das alles wieder zusammen. Sehr eigenartig. Bei den Batterien hier müsst ihr aufpassen. Wenn die zu lange rumlagen oder so, zeigen die zwar noch Spannung, aber sind trotzdem im Arsch. Ne? Na gut, tschüssi. So, da muss ich jetzt noch einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar leuchtet das ja nur so minimal und der Mittel hat gesagt, das langt ihr nicht. Das heißt, ich muss das Ding jetzt mal noch ein bisschen pimpen. Ich werde einen kleinen Schnitt machen, ich setze mich jetzt mal ran, tu mal ein bisschen die Ansteuerung optimieren und so, mal gucken, was wir hier noch rauskriegen. Ne? Vielleicht geht es auch nicht, mal gucken, ich weiß es nicht. Ich mache mich jetzt mal ran und zeige dann das Ergebnis. So, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen umgetüdelt, noch ein Potti rein und also nochmal ein RC-Glied sozusagen. So mal fein abzustimmen. Ganz zufrieden bin ich nicht, weil ich kann die Helligkeit nicht so hochballern, dass es extrem hell ist. Sag ich mal, es sieht jetzt ungefähr 3 mA. Und ich habe mir jetzt mal hier aus 3 Batterien ein kleines Akku-Pack gebastelt. Das löte ich jetzt noch zusammen, so dass das hier reinpasst. Weil ich keinen Bock habe jetzt, was ich nicht, wie lange das jetzt mit einer Batterie hält. Ich wollte es ja schon mit einer dickeren probieren. Und so hoffe ich mal, dass es, keine Ahnung, ein Jahr hält. Oder wir werden es sehen. Ne? Datum steht ja noch drauf. Stüdel das jetzt alles mal zusammen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal mit ein bisschen schlechterem Licht. Ihr seht, es ist ein Mühe heller. Dieses spezielle Akku-Pack. Mal gucken, wie es jetzt auf der Kamera aussieht, wenn ich Licht richtig anmache. Ja. Sieht man es? Ja, doch. Ist noch ein Mühe. Man sieht's. Besser wie vorher, würde ich mal sagen. Nachts müsste es eigentlich reichen. Ne? Ja, jetzt das bekannte Spiel hier wieder zusammentüdeln. Mal gucken, wie es jetzt aussieht drinnen. Das
ganz leicht sieht man, also wenn ich jetzt das Licht ausmache, mal komplett aus, wie es denn ungefähr, ist halt natürlich im Hintergrund noch Licht, ne? So. Ja, ich denke, das haut hin, oder? So als kleines Nachtlicht. Mal gucken, wie lange es hält, ne? Ich tue jetzt natürlich wieder hier unsere gute, altbewährte, sag schon, Heißleimdichtung hier wieder drum machen. Und ja, Datum ist drauf, das war's. Ich hoffe mal, das hält jetzt ein Jahr oder so. Und wir sehen uns dann, wenn das Ding wieder aus ist. Tschüss.